Also ich glaube, das erste Interesse war für mich schon, dass wir in einem Haus drehen, das nicht existiert. Und diese zwei Welten, nämlich der Hintergrundprojektion und des lebendigen Lebens der Schauspieler vor diesen Leinwänden, und die musste man abstimmen aufeinander. Und das war ein ganz interessanter Ansatz, da geht die Fantasie los jedenfalls. In einem realen Haus hat man vier Wände, wir hatten nur zwei und die waren klein. Vielleicht ähnelt sogar eher einem Studiobau, wo nur der Hintergrund gebaut ist und die Schauspieler alle ins Dunkel schauen oder auf irgendwelche Scheinwerfer. Insofern sind die Schauspieler in einer künstlichen Welt. Sie müssen unbedingt erfahren, wo sie sind, wo sie sich orientieren, wohin streben sie, bei welcher Tür sind sie hereingekommen, die nicht da ist, und bei welcher werden sie hinausgehen, die auch nicht da ist. Und welche Leute sind noch im Raum, die vielleicht auch nicht da sind. Also diese Art der Vermittlung und der Imagination ist sehr wichtig und vielleicht in unserem Fall besonders wichtig gewesen. Also der kollektive Traum, den wir sozusagen als Team erlebt haben, wurde vielleicht durch die Projektionen noch verstärkt, weil wir alle in etwas Künstliches hineingeschaut haben und das uns sicher beeinflusst hat in der Arbeit. Also diese Begrifflichkeiten der Sets waren ja auch virtuell oder eigentlich nur im Drehbuch. Dann gab es einen Plan, so als ob man ein Haus bauen würde, also mit Grundriss, mit Querschnitt. Aber das Haus gab es nie, sondern es gab dann nur aus diesem Plan abgeleitet und aus der Auflösung, also aus der Vorstellung, wie die Szene ausschauen sollte, abgeleitet. Hintergründe, die produziert werden mussten, entweder mit Fotos, zum Teil haben wir es auch selber gefilmt, und dann wurde das zugespielt. Also über die Leinwand entstand dieses ganze Haus. Und der Hauptgrund war eigentlich, dass dieses Haus sich ja ununterbrochen verändert, dass das Haus sozusagen ein Eigenleben entwickelt und dass wir ständig so Irritationen eingebaut haben, die zum Teil beim Proben oder am Set entstanden sind, dass sich Zeit und Raum unabhängig voneinander entwickeln können. Also für mich gibt es eindeutig eine Kinogeografie, die nichts zu tun hat oder nur teilweise oder abgeleitet ist vielleicht höchstens von einer realistischen Geografie. Das ist ja auch das Schöne am Film, dass man sozusagen das Hirn anstupft, damit sich selber dann einen Raum bildet.